Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns jetzt mal die Endzeitreden Jesu an. Ich habe die hier mal hier aufgelistet, könnt ihr hier auch sehen. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das heißt, ganz Jerusalem wird zerstört werden. Nicht nur der Tempel, sondern alles, die ganze Stadt wird zerbrochen werden, und zwar das moderne Jerusalem, so wie wir es kennen. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist das Erste, ja, wovon er spricht, weil Verführung kommen wird. Verführung, Lüge, Trug, Betrug, Hintergehungen und all diese ganzen Sachen kommen, wissen wir auch, sehen wir auch. Ja. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, ich bin der Messias, ich bin Christus, und werden viele verführen. Scheinbar wird man auf Christus warten. Ob das jetzt die Juden sind, die auf ihren Messias warten, oder ob es die Christen sind, die ja auch auf den Messias warten, das kann man aus dem Text nicht so im Einzelnen sehen, aber dadurch, dass Jesus zu seinen Jüngern redet und die Jünger eines Tages ja auch wiedergeboren werden sollten, gehe ich davon aus, dass es hier um die Gemeinde Jesu geht, die auf den wiederkommenden Christus wartet. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Warum? Weil der Norden Israels abbricht, weil er sich mit dem Antichristen in den Bund begibt und der Antichrist mit dem Norden Israels gegen Jerusalem kämpft und viel Auseinandersetzung, politischer Krieg im Nahen Osten sein wird. Also Sie werden hören von Kriegen und Kriegsgerüchten, steht in anderen Bibelübersetzungen. Ja, zum Beispiel hier, ich glaube in der Elberfelder Bibel, ja, da stehen Kriegsgerüchte. Ihr werdet aber hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ja. Seht zu, erschrecket nicht, denn dies muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Oder wie Luther sagt, es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere. Das gilt insbesondere für den Nahen Osten. Wenn im Nahen Osten ein Königreich wieder das andere kämpfen wird, warum? Weil Daniel 11 in Erfüllung gehen wird, weil die Seleukiden wieder da sein werden, weil die Ptolemäer in Form eines modernen Ägypten wieder da sein werden, die Seleukiden in Form eines modernen Syrien, und weil Syrien gegen Ägypten kämpfen wird und also zunächst einmal Damaskus als kleines Horn kommen wird, aber sehr schnell groß werden wird und dann die Macht übernehmen wird und dann ein neues seleukidisches Weltreich aufkommen wird. Ja? Also ein Königreich wieder das andere, speziell also jetzt hier Syrien gegen Ägypten kämpfen wird. Und es wird Pestilenz sein und teure Zeit und Erdbeben hier und da. Luther sagt hin und wieder. Mal gerade gucken, ob ich das hier finde, hier an verschiedenen Orten, ja, sagt die Elberfelder Bibel, also hier und da oder an verschiedenen Orten hin und wieder, ja. Da wird sich allererst die Not anheben. Da liest man schnell drüber weg über diesen Vers, aber dieser Vers hat's in sich, weil hier steht eigentlich, das alles ist der Anfang der Wehen, ja, das steht hier so in der Elberfelder Bibel, das alles ist der Anfang der Wehen. Oder auch die neue evangelistische Übersetzung schreibt, das ist erst der Anfang, der Beginn von Geburtswehen. Da wird immer erzählt von the birth pains of the Messiah, sagen die Amerikaner, ja, die Geburtswehen des Messias, ist aber talmudisch, ist jüdisch, nicht christlich, nicht neutestamentlich. Neutestamentlich müssten wir sagen, diese Kriege und diese Gerüchte von Kriegen, das sind eigentlich der Beginn der Geburtswehen. Ja? Warum denn? Weil Jerusalem belagert wird in einem Krieg und weil Jerusalem in Geburtswehen kommt und gebären wird. Ja? Das ist die Aussage, die Jesus hier trifft und die bislang bei den Mainstream-Predigten so nicht verstanden wird, ja, sondern man spricht da von den Geburtswehen des Messias und spricht da von den Problematiken, die über die letzten 2000 Jahre eigentlich gewesen sind in Israel,
Und jetzt auch seit der Staatsgründung Israels, da werden alle möglichen Dinge da herbeigezogen. Das ist aber Unsinn, ja, das ist Unsinn, weil das macht keinen Sinn. Es geht hier um den Beginn der Geburtswehen der Tochter Zion. Ja, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Und dieser Immanuel, der wird hier geboren werden, durch Krieg und Kriegsgeschrei und Belagerung Jerusalems. Wenn die Tochter Zion dann geboren hat, dann steht, dann für diese Zeit gilt dieser Vers 9, dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Zu wem? Zu Jesus. Wenn aber dann Jerusalem zu Jesus gehört, dann wäre Jerusalem ja wiedergeboren. Genau. Ja. Und die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Oder Luther sagt, ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Von allen Völkern. Hier geht es um völkische Dinge. Hier geht es um das persönliche Schicksal eines einzelnen Christen während der letzten 2000 Jahre in den Nationen. Im Kommunismus oder durch die Wehen der Jahrhunderte hinweg, ja. Sondern hier geht es um eine völkische Linie. Jerusalem, Zion wird gehasst werden von allen Völkern. Warum? Weil aus Zion, aus Jerusalem heraus, 3,5 Jahre lang das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird. Deswegen werden sie von allen Völkern gehasst, ums Evangeliums willen. Weil sie zu Jesus gehören, um meines Namens willen, sagt die Bibel. Dann werden sich viele ärgern. Viele werden Anstoß nehmen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Ja, viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen, sagt die neue evangelistische Übersetzung. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen, so wie Jesus oben schon mal gesagt hat, lasst euch nicht verführen, schon wieder hier Verführung, es kommt auch nochmal ein drittes Mal. Ja. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten, die Liebe der Menschen untereinander, ja, hier steht, glaube ich, aber auch Agape im Grundtext, ja, die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit, die fehlende Nachfolge Jesu Christi, das wird abnehmen, ja, die Nachfolge Jesu Christi wird abnehmen, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird erkalten und weil die Liebe erkaltet, werden sie sich untereinander verraten und hassen, ja. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wer bei Jesus Christus bleibt, der wird selig werden. Und Gott gibt uns in Christus Gnade und Kraft dazu. Ja, das ist wichtig. Müssen wir nicht aus uns selber rausmachen. Wir machen Tag für Tag, Stück für Stück und lassen uns nicht durcheinander machen. Ja? Habt keine Angst, sagt Jesus. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Und dann wird das Evangelium gepredigt werden vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Da wird immer gesagt, dass das Evangelium vom Reich, manche sprechen dann da auch wieder vom tausendjährigen Reich, aber ich glaube, dass man hier ganz, andere sagen halt, dass es hier dann um die Verkündigung des Evangeliums während der letzten 2000 Jahre geht. Ich glaube aber im Textzusammenhang geht es darum, dass die zwei Zeugen, nämlich das Haus David und die Bürger Jerusalems, aus Jerusalem raus, das Evangelium vom Reich Jesu predigen der ganzen Welt für 1200 Tage lang zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja? Das ist das, was Jesus hier sagt. Das ist eine ganz spezielle Verkündigung pardon, des Evangeliums. Das ist eine Verkündigung des Evangeliums durch die beiden Zeugen durch das Haus David und die Bürger Jerusalems, die in Jerusalem dann wiedergeboren sind, die werden das Evangelium verkündigen zu einem Zeugnis über alle Völker, 3,5 Jahre lang, sodass alle es gehört haben. Ja? Die sind Ölbaum und Leuchter. Ölbaum, weil die Gottes Geist haben, weil sie wiedergeboren sind, und Leuchter, weil sie der Welt noch einmal für 3,5 Jahre lang das Evangelium Jesu Christi predigen. Das wird in allen Fernsehsendern kommen, ja? Weltweit. Wenn ihr nun oder wenn ihr dann, da muss ich gerade mal schnell gucken, wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat, das ist auch eine Übersetzung, die sich wieder so ein bisschen auf diese römische Feldstandarte konzentriert. Hier wird Daniel 11,31 zwar zitiert,
Ich lese das aber gerne nach der Lutherbrücke nochmal schnell. Menge Bibel lesen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, den Gräuel der Entweihung, der vom Propheten Daniel angesagt worden ist, in Daniel 9, 27, 11, 31 und 12, 11, das sind die drei Stellen in Daniel, wo es vom Gräuel der Verwüstung geschrieben steht. Derjenige, der aber den Gräuel der Verwüstung angerichtet hat in Daniel, ist kein Römer, ist auch kein Diktator aus dem Westen, der den Gräuel der Verwüstung angerichtet hat in Jerusalem, ist Antiochos Epiphanes, der war aber ein Syrer, ein Seleukide und kein Römer. Das ist das, was ich immer sage. Ja. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, das ist jetzt die Mitte der Jahrwoche, der Gräuel der Verwüstung ist sozusagen die Spitze, der Höhepunkt der Verwüstung. Denn im Nahen Osten wird Verwüstung kommen durch Kriege und Kriegsgeschrei. Aber das Gräuliche der Verwüstung, der Höhepunkt der Verwüstung, das Abscheuliche eigentlich, ist, dass der Antichrist Teile des Leibes Christi in Jerusalem tötet. Warum? Weil dort jüdische Menschen sind, die vom jüdischen Glauben zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Warum? Weil die Tochter Zion geboren hat. Jerusalem ist wiedergeboren worden. Und wenn die getötet werden, und zwar nach 1200 Tagen, nach 3,5 Jahren, also in der Mitte der Jahrwoche, dann wird das der Gräuel der Verwüstung sein. Wer wird den anrichten? Der Antichrist. Woher kommt der? Aus Syrien, aus Damaskus. Warum? Weil sein historisches Pendant der Antiochos Epiphanes war. Und der war ein Seleukide. Ja? Das wiederholt sich. Und weil sich das wiederholt, deswegen sagt auch Jesus, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Dass Jesus sagt, das steht schon mal im Daniel. Warum sagt Jesus das? Weil Jesus selbst dem Daniel diese Prophetie gegeben hat. Denn Daniel sieht in Daniel 10 jemand gleich wie ein Menschensohn, der zu ihm kommt. Das heißt, diese letzte große Prophetie in Daniel, die vom Antiochos Epiphanes handelt, die bekommt Daniel nicht durch einen Engel, sondern die bekommt Daniel vom Menschensohn, der hier Fleisch geworden ist in Matthäus 24 und der auf sein eigenes Wort aus aus Daniel 11, Daniel 9 und Daniel 8 war das, glaube ich, ja, verweist. Oder Daniel 12, ja. Daniel 9, Daniel 11 und Daniel 12 verweist. Das hat Jesus selber dem Daniel gegeben. Das heißt, Christus verweist auf die Worte, die er selber Daniel gab. Und er sagt, achtet darauf. Warum? Weil es kein Römer ist, sondern eine Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, den Antiochos Epiphanes angerichtet hat und von dem der Prophet Daniel spricht und der sich in der Endzeit exakt 1:1 wiederholen wird, wenn ihr das seht, dass der an der heiligen Stätte steht, dann flieht. Und auch hier sagt er nochmal, wer das liest, der merke darauf, achtet darauf. Lest das nicht oberflächlich in Daniel, sondern achtet darauf, was dort steht und wer das getan hat. Ja? Das hat der antike Antiochos Epiphanes getan. Der wird in der Endzeit wieder kommen oder ein Herrscher, der dem antiken Antiochos Epiphanes bis aufs Haar gleicht, weil der auch aus Damaskus kommen wird, weil der in der Linie der Seleukidenkönige ist, weil der aus Syrien kommt. Ja? Das ist der Zusammenhang, der hier, den hier Jesus selber herstellt. Ja? Als dann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Land ist, flieht in die judäische Bergwüste und verschanzt euch dort. Ja, wenn ihr in der Mitte der Jahrwoche seht, dass der Antichrist den Leib Christi tötet, ihr Jünger, die ihr an Jesus glaubt in der Endzeit, dann flieht aus Jerusalem, denn dort wird kein Entrinnen sein. Ja? Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird sie das Unheil schnell übereilen wie eine schwangere Frau und werden nicht entfliehen. Da wird niemand entfliehen in Jerusalem, wenn der Antichrist kommt und dort diesen Meuchelmord an den Wiedergeborenen begeht. Niemand wird da fliehen können. Warum? Weil die Verwüstung, da steht man ja, bei den Flügeln werden stehen, Gräuel der Verwüstung, so übersetzt man Daniel. Aber man darf auch sagen, bis an die Flügelspitzen, bis an die hintersten Winkel in Jerusalem, bis in die hinterste Stadt wird Gräuel der Verwüstung sein. Bis in die letzte Ecke. Da wird niemand am Leben bleiben in Jerusalem. Der Antichrist wird die alle töten. Paulus sagt das auch. Ich kann euch das auch schnell hier zeigen. 2. Thessalonicher 2. Sorry,
Das ist 1. Thessalonicher 5. Erster Thessalonicher 5. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Niemand wird entfliehen. Ja? Die werden alle umgebracht werden. Ich kann noch mal schnell gucken, ob ich das hier finde mit den Flügeln. Daniel 9,27. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang, das ist der Antichrist. Er wird einen Bund schließen mit den vielen, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Warum? Weil dieses geistliche Opfer und Speisopfer der wiedergeborenen Juden in Jerusalem dann aufhört. Da geht es nicht um den dritten Tempel, den die Juden bauen wollen, sondern da geht es um den wahrhaftigen Tempel des Geistes im Geist und in Wahrheit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Und wenn der Antichrist die tötet, dann wird auch dieses Opfer und Speisopfer aufhören. Das Lob ihrer Lippen, ja, diese 3,5 Jahre lang, dass sie 3,5 Jahre lang der Welt verkündigt haben. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Das ist das, was ich meine. Da wird hier übersetzt, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Man könnte auch sagen, bis in die letzten Spitzen, in die letzten Winkel Jerusalems werden Gräuel der Verwüstung angerichtet werden. Man muss da nicht übersetzen, da wird stehen, sondern man kann auch für dieses Wort im Hebräischen oder Aramäischen kann man auch sagen, das wird aufgerichtet werden, das wird angerichtet werden. Ja? Bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung sein, also bis in die letzte Spitze, bis in den letzten Winkel Jerusalems wird dieser Gräuel der Verwüstung reichen. Und zwar so lange, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über diese Verwüstung ergießen wird, vom Himmel her herab ergießen wird. Ich gehe mal zurück zu unserem Text. Ja. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen wird, wovon der Prophet Daniel spricht, dass er steht an der heiligen Stätte, wer es liest, der merkt darauf, als dann flieht auf die Berge, wer im jüdischen Land ist, geht aus Jerusalem hinaus. Ja. Das ist auch Offenbarung 12 beschrieben. Und wer auf dem Dach ist, steige nicht hernieder, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Der Herr sagt, das ist so dringend, da gibt es überhaupt keine Zeit mehr. Das wird so abrupt gehen und so schnell, mitten im Frieden, ohne dass jemand damit rechnet, dann flieht, ohne zurückzuschauen und ohne noch eure Sachen zu holen. Ja? Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Die Trübsalzeit, die umfasst eigentlich die 70. Jahrwoche, speziell aber die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Wenn der Antichrist in der Mitte der 70. Jahrwoche den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem getötet hat, dann wird in dieser Stadt der falsche Prophet sein. Dieser falsche Prophet wird dort herrschen vor dem Angesicht des Tieres. Eigentlich ist dieser falsche Prophet der Statthalter des Antichristen in Jerusalem, und er wird in Jerusalem eine zutiefst okkulte, finstere, grausame und blutige Zeit haben. Ja. Diese Zeit wird 5 Monate dauern. Und dann kommt der König des Südens und greift Jerusalem an und erobert Jerusalem. Das heißt also, diese zweite Hälfte der Jahrwoche oder in der zweiten Hälfte der Jahrwoche wird die Regierungszeit des falschen Propheten in Jerusalem verkürzt auf 5 Monate. Denn sonst würde niemand am Leben bleiben. Das sagt hier Vers 22, wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig oder kein Mensch würde gerettet werden. Aber um der Auserwählten, um der Wiedergeborenen werden diese Tage verkürzt. Ja. Im Daniel steht, dass ihnen eine kleine Hilfe geschehen wird. Diese kleine Hilfe wird kommen, dadurch, dass der König des Südens gegen den König des Nordens zieht. Diese endzeitliche Auseinandersetzung, dieser endzeitliche Kampf zwischen den Seleukiden und den Ptolemäern, ja, zwischen Syrien und Ägypten, den beginnt nicht der Antichrist, sondern der König des Südens, der zieht herauf. Steht in Daniel 11 auch. Der zieht hinauf und der wird Jerusalem angreifen und besetzen. Und damit ist diese schrecklich okkulte und blutige Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem beendet. Gott verkürzt diese Tage, denn die sind so grausam, dass sonst kein Mensch gerettet werden könnte. Ja? Da wird niemand überleben. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, sollt ihr es nicht glauben.
Denn erneut, da habe ich eben von gesagt, wird wieder Verführung da sein. Ja? Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten. Sogar die dann wiedergeboren sind und an Jesus glauben. Die würden, wenn es möglich wäre, Gott wird das verhindern. Ja, man sieht das ja aus dem Vers. Aber die Verführung wird so stark sein, dass die ganze Welt dem erliegen wird. Nur die Auserwählten, die wiedergeboren sind, die werden diesem Irrtum nicht anheimfallen. Ja, also zum dritten Mal Verführung. Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen. Insbesondere der falsche Prophet. Und große Zeichen und Wunder tun. Dass sie sogar Feuer vom Himmel fallen lassen. Sie verführt werden in den das verführt werden in den Irrtum, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten. Interessant auch hier zu wissen, nur als kleine Randbemerkung, der Antichrist tut keine Zeichen und Wunder. Alle Zeichen und alle Wunder, die in der Endzeit getan werden, kommen von dem falschen Propheten. Muss man mal nachlesen in der Offenbarung. Jesus sagt dann, siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt nicht. Glaubt nicht. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, so wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen, dann wird das weltweit sein. Es wird ein weltweites Ereignis sein. Und wenn Jesus dann kommt, dann wird man das sehen, wie ein Blitz vom Aufgang bis zum Niedergang. Der ganze Himmel wird erleuchtet sein. Das ist das Ereignis, von dem ich sage, das in der Lage ist, das allein in der Lage ist, diese große Auseinandersetzung in Harmageddon zwischen dem Antichristen und den Königen vom Osten, vom östlich des Euphrats aufzuhalten. Ja? Denn dieses Ereignis der Entrückung, des Kommens Christi bis in die Wolken, ja, der wird sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Und die werden so geschockt sein, dass sie voneinander ablassen und dann in ihrer okkulten Verblendung nach Jerusalem ziehen. Warum? Weil in den kleinen Propheten steht, in Zacharja und in Joel, dass alle Heiden versammelt werden gegen Jerusalem und ins Kidron-Tal kommen, ja? Also Jerusalem belagern. Und zwar der Antichrist und auch die Könige vom Osten. Das sind die Adler. Und diese Adler sammeln sich wo? Da, wo das Aas ist. Oder man kann auch sagen, da, wo die Leichname sind. Ja, welche Leichname? Die Leichname der beiden Zeugen. Die Leichname des Haus Davids und der Bürger zu Jerusalem. Da, wo die liegen, da werden sich die Adler versammeln. Welche Adler? Na, der Antichrist und die Könige aus dem Osten, vom östlichen Euphrat. Das sind die Adler. Warum werden die sich da versammeln? Weil die in Harmageddon voneinander ablassen, wo sie gerade sich gegenüberstanden und nach Jerusalem hinaufziehen. Wohin? Naja, da, wo die Leichname sind, wo das Aas ist. Und genau das sagt auch Jesus. Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler. Parallelstelle. Die Jünger fragen Jesus dann, und sie antworten und sprachen zu ihm, Herr, wo wird das alles sein? Er sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Adler. Ja, Jesus hat das in Lukas 17 auch gesagt. Hier steht auch, wer auf dem Dach ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem, was hinter ihm ist, sondern flieht aus Jerusalem. Denkt an Lots Weib. Wer sucht, seine Seele zu erhalten, wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Flieht aus Jerusalem in die judäische Bergwüste hinein. Denn es wird sein wie in den Tagen Lots. Ja? Hier oben steht auch in Lukas 19, an dem Tag aber, da Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. So als ob das wieder kommen wird. Ja, wenn der Antichrist und die Könige vom Euphrat, vom östlich des Euphrat, nach Jerusalem hinaufziehen, dort wo die Leichen lagen, die entrückt sind, dann wird es Feuer und Schwefel vom Himmel regnen über Sodom. Und wer ist Sodom? Jerusalem. Ja, weil Jerusalem so gottlos geworden ist in der Endzeit.
Und dann ist auch hier die Entrückung angedeutet. Jesus sagt, ich sage euch, in derselben Nacht, es wird also Nacht sein, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Einer wird angenommen, einer wird entrückt und der andere wird übrig gelassen werden, verlassen werden. Zwei werden mahlen miteinander, eine wird angenommen, die andere wird gelassen, verlassen werden, die wird übrig bleiben. Eine wird entrückt, eine nicht. Zwei werden auf dem Feld sein, einer wird entrückt und der andere wird verlassen sein. Ja? Es gibt also Menschen, die schlafen, liegen im Bett und schlafen. Und es gibt Menschen, die werden mahlen, die arbeiten. Es gibt Menschen, die sind auf dem Feld. Ja? Die sind auch am Arbeiten. Also in Jerusalem wird es dann wahrscheinlich Nacht sein. Und auf der übrigen Welt werden Menschen arbeiten wegen der Zeitverschiebung. Und es wird eine Zeit sein, wo plötzlich die Entrückung kommen wird. In der Endzeit. Meiner Meinung nach gegen Ende der 70. Jahrwoche. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Fragen die Jünger. Ja? Und dann sagt Jesus, er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, wo die Leichname sind, wo da sammeln sich auch die Adler. So wie in Matthäus 24. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit, denn es wird eine trübselige Zeit sein, weil der Gräuel der Verwüstung schon angerichtet worden ist, weil das ganze, der ganze vordere Orient verwüstet ist durch diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen dort, durch diese Kriegszüge, wird eine große Trübsal sein, es wird Verfolgung sein der Christen, ja? Es wird eine schwierige Zeit sein für die, die an Jesus glauben. Von Israel werden 2/3 umkommen. Und der Rest wird nochmal geläutert werden, dass nur ein ganz kleiner Teil überhaupt übrig bleibt von den Israeliten. Also eine ganz, ganz verwüstete Zeit, so wie auch in Daniel steht, dass Verwüstung kommen wird und die Verwüstung wird bis zum Ende sein, ja, bis beschlossenes Gericht über diese Verwüstung sich ergießen wird. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Bald nach der Trübsal wird Jesus Christus kommen zur Entrückung. Alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und sagen, Mensch, hätten wir doch geglaubt. Ja, gerade noch haben die zwei Zeugen uns 3,5 Jahre erzählt von Jesus Christus und jetzt kommt er. Die werden heulen und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken. Jesus kommt in Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen und sie werden sammeln seine Auserwählten von den 4 Winden von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Das ist die Entrückung. Da wird Jesus wiederkommen mit hellen Posaunen und seine Engel werden alle, die an Jesus geglaubt haben, sammeln, die Lebendigen und die Toten. Die werden entrückt werden in den Himmel. Ja, und diese Entrückung werden die Kontrahenten, der Antichrist und die Könige vom Osten, sehen, wenn sie in Hamageddon gegenüberstehen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Ja? Wenn ihr diese Dinge alle seht, die Wiedergeburt Jerusalems im Insbesonderen, ja, das Auseinanderbrechen Israels, das Angreifen des Antichristen, wenn er gegen Jerusalem zieht, wenn er dort den Gräuel der Verwüstung ausrichtet bis in die hinterste Ecke Jerusalems, dann wisst, dass alles nahe vor der Tür ist, dass der Herr bald kommt, dass die Entrückung bald kommt und dass der Tag seines Zorns auch kommt. Ja. Diejenigen, die das sehen, die werden nicht sterben. Warum? Weil es alles in einem Zeitraum von 3,5 Jahren ist, innerhalb der letzten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche. Oder wenn man auch so sagen will, es beginnt ja mit der Wiedergeburt Jerusalems, wenn das alles sind die Anfänge der Wehen, das alles ist der Anfang der Wehen, sagt Jesus, diese Wehen, die kommen werden und zur Wiedergeburt Jerusalems führen, werden ja am Anfang der 70. Jahrwoche sein. Aber diese ganze Frist, diese ganze Endzeitfrist sind ja nur 7 Jahre. Ja, wenn man es etwas konzentrierter macht, sind es auch nur 3,5 Jahre. Und deswegen sagt Jesus, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das es alles geschehe. Da geht es nicht um die jetzt damals die Verwüstung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 nach Christus gesehen haben. Ja, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird. So wird aber oft ausgelegt, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das passt ja nicht zusammen, weil das war vor fast 2000 Jahren. Ja, die leben ja nicht mehr.
Aber diejenigen, die in der Endzeit diese Entwicklung sehen, die wir in den Endzeitreden Jesu haben, dieses Geschlecht, die das sehen werden, die werden nicht vergehen, die werden nicht sterben, bis es alles geschieht. Warum? Weil es nur noch 3,5 Jahre sind. Es dauert gar nicht mehr so lange. Ja? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das finde ich das schönste, die schönste Passage in dem ganzen, Endzeittext. Ja? Jesu Worte vergehen nicht. Das Wort Gottes bleibt. Und wer an das Wort Gottes glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, der das Wort ist, der bleibt auch. Wir bleiben. Es kann gar nicht sein, dass wir vergehen. Warum nicht? Weil Gott treu ist, weil sein Sohn auferstanden ist. Und so werden auch wir auferstehen oder lebendig entrückt werden. Wir bleiben. Wir bleiben, weil er bleibt. Und weil Gott ewig ist und uns ewiges Leben schenkt, bleiben wir auch. Das ist ein wunderschönes Wort und ich freue mich so darüber. Und ich kann euch nur sagen, haltet daran fest. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Nicht einmal ein Tüpfelchen vom I, ja, wird vergehen. Nicht ein Jota wird vergehen. Eher fallen die Berge und Hügel hin, als dass Gottes Wort vergeht. Himmel und Erde werden vergehen. Sogar der Himmel wird vergehen, aber sein Wort bleibt. Und die, die an ihn glauben, bleiben auch. Egal bei dem ganzen Chaos, was wir erleben hier, ja. Wir bleiben. Ja, wir bleiben, weil er bleibt. Wir haben ewiges Leben. Warum? Weil er es uns versprochen hat. Und er löst es auch ein, ja. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Deswegen halten wir uns so sehr an seine Worte. Ja, weil es wichtig ist. Weil wir dieses Wort bewahren. In uns, ja, und wollen das verstehen, ja, wollen verstehen, wie Gott die Dinge meint und wir wollen Gottes Wesen verstehen und wir wollen Jesus sehen. Ich möchte gerne Jesus sehen, ich möchte den Mann Jesus sehen, ich möchte meinen Heiland sehen, da habe ich Heimweh nach, ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber ich möchte Jesus sehen. Deswegen beschäftige ich mich immer wieder mit dem Wort Gottes, weil das von ihm kommt, weil das Wort bleibt und weil es sich lohnt, dieses Wort zu glauben. Ja, das Wort ist aller Annahme wert, sagt Paulus. Und dann zum Schluss noch von dem Tag, aber von der Stunde, wann das alles kommt, das weiß niemand. Niemand weiß das. Auch nicht die Engel im Himmel weiß das. Ja, wissen das. Sondern allein mein Vater. Auch Jesus nicht. Ja. Nicht mal der Sohn, sondern von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Ja, Parallelstelle nochmal. Von dem Tag und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht. Zu Lebzeiten, ja, als Jesus im Fleisch war, wusste er das nicht, sondern allein der Vater im Himmel. Jetzt weiß er es, weil er mit dem Vater wieder vereint ist, nachdem er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. Aber das zu berechnen, das nützt nichts, weil niemand weiß, wann der Tag kommt. Trotzdem sagt aber Jesus, dass wir die Zeichen der Zeit beurteilen sollen und dass wir sein Wort kennenlernen sollen. Und wenn wir wissen von dem Auseinanderbrechen Israels, wenn wir wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, dann wissen wir, wenn diese Dinge eintreten, dann wissen wir, dass die 70. Jahrwoche angefangen hat. Dann dürfen wir auch rechnen. 1260 Tage, 1290 Tage, 1335 Tage und dann sind wir bestens unterwiesen, wenn wir Gottes Wort kennen. Ja, aber den Tag so zu errechnen vom Jahr 2000 aus oder jetzt nach 2000 Jahren vom Jahr 0 aus irgendwelche Fristen da anzusetzen, das kann niemand sagen. Ja, aber worauf wir warten, das wissen wir. Ja, wir wissen, dass noch ein König beiseite gesetzt werden muss, bevor der Antichrist offenbart wird oder dass er aus der Mitte kommen muss. Ja, wir wissen, dass Jerusalem wiedergeboren werden muss. Wir wissen, dass Israel auseinanderbricht. Wir wissen von den beiden Zeugen. Damit sind wir bestens ausgestattet. Und damit gehen wir ganz seelenruhig in den Tag, in die Zukunft, in die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer. Halten uns fest an diesem Wort und wissen, dass sein Wort nicht vergeht. Das wollte ich euch so zeigen, in aller Kürze. Ich will hier gerade mal schnell noch gucken. Ja, Jesus sagt es auch hier nochmal, gleich wie es zu der Zeit Noahs war, also wird auch die Zukunft des Menschensohnes sein. Der Herr kommt unverhofft, ja. Viele sind ganz arglos, essen, trinken, freien und ließen sich freien.
bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achten es nicht, ja. Viele achten da überhaupt nicht drauf. Viele unterschätzen auch die Bibel, unterschätzen Gottes Wort. Aber sein Wort bleibt, ja. Und auch hier wieder nochmal, zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Seid bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und daran halten wir uns, ja. So, ich schließe hier, ich danke fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.